Guten Morgen, ich grüße euch zum Wetter an diesem Montag und zum Start in die neue Woche geht es abwärts mit den Temperaturen. Das sommerliche Feeling von gestern ist Geschichte. Wolken, Regen, Wind, Gewitter und vor allem deutlich kühlere Luft werden jetzt vor allem auch mal den Anfang der Woche prägen mit einem Sturmtief, was da eben von der Nordsee hereinzieht. Und das bringt sehr ungemütliches, windiges Wetter zu uns in den Nordwesten. Lasst es uns anschauen. So sieht das Ganze eben aus aktuell über Europa. Tief Luciano ist dieser Übeltäter, der heute eben über dem Süden Skandinaviens liegt und hinter seiner Front bereits dann diese deutlich kühlere Luft von der Nordsee zu uns reinströmt, die dazu auch noch ein Windfeld im Gepäck hat. Man sieht das hier an den sehr engen Isobaren. Kein Wunder, dass dort viel Wind ist. Über dem Norden Europas ist es recht kalt, über dem Süden Europas noch recht warm. Und diese Temperaturdifferenzen, die sorgen eben für dieses Windfeld, was da entsteht. Und das zieht dann eben von der Nordsee rein, ist mit Feuchtigkeit angereichert und dementsprechend kommt es dann zu Schauern und Gewittern. So sieht es heute aus mit der Windsituation rund um die Mittagszeit. Man sieht das so jetzt mal über Deutschland. Im äußersten Südosten ist gar nichts los, auch Richtung Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Brandenburg ist nichts los, aber eben bei uns rund um Hannover, Richtung Harz, Richtung Hamburg und Heide hinaus, auch Richtung Emsland an der Nordsee direkt und dann auch einmal übers Ruhrgebiet hinweg in Richtung Rheinland und Eifel. Auch hier sehr, sehr ruppig der Wind im Sauerland beispielsweise. Am meisten dann aber eben hier im mittleren und auch östlichen Niedersachsen, also beispielsweise auf dem Brocken, schon sehr ungemütlich das Ganze. Gucken wir uns eine andere Situation an, das ist die Situation vom Abend. Da lässt dann der böige Wind im Binnenland allmählich nach. Mit der zweiten Schauerstaffel, die dann reinkommt am Abend, wird es dann von der Nordsee her wieder sehr ungemütlich. Auch hier wieder Sturmstärke durchaus möglich. Und so sieht es dann eben aus heute über Tag. Schauerstaffel Nummer 1 zieht im Laufe des Vormittages einmal von der Nordsee hinweg in Richtung Landes Mitte und wird dann so grob am Nachmittag die Eifel erreicht haben, das Rheinland erreicht haben, Ostwestfalen-Lippe und dann raufliegen bis in etwa nach Ösen ins östliche Niedersachsen und an die Grenze zu Sachsen-Anhalt. Dahinter, da kommt ein Streifen, wo es mal kurz etwas auflockern kann, sogar mal richtig sonnig sein kann. Und dann kommt am Abend die nächste Schauerstaffel von der Nordsee, dann auch mit Gewitter. Und da sind dann teilweise in beiden Schauerstaffeln recht üppige Regengüsse mit dabei und eben halt auch sehr ruppiger, stark bestürmischer Wind mit Spitzenböen zwischen 55 und 60, 65 Kilometern pro Stunde, auch auf dem Brocken durchaus mal Böen von 80 km/h möglich. Und das kommt dann eben hier so in diesem Bogen herlangezogen und wird dann eben Richtung Nordrhein-Westfalen deutlich abschwächen. Die Temperaturen, wie gesagt, deutliche Abkühlung mit dem etwas mehr Sonnenschein dann nach Durchzug der ersten Schauerstaffel direkt am Rhein bis zu 20, rund um Göttingen auch nochmal bis zu 21 Grad, auch in der Heide bis zu 20, ansonsten unter 20 Grad. Das ist heute eben das Temperaturniveau, was wir haben. Gucken wir uns das Ganze für die Nacht an. Auch hier sehr unterschiedlich das Ganze. Die Schauer- und Gewitterstaffel, die am Abend bereits an der Nordsee aufziehen wird, wird sich in der Nacht weiter verlagern Richtung Elbe zum einen, aber auch Richtung Leine und auch Richtung Harz. Und hier kann es dann teilweise wieder ordentlich schütten, auch mit Gewittern durchsetzt und weiterhin diesen stark bis stürmischen Wind. Also wirklich dann sehr ungemütlich das Ganze. Etwas ruhiger ist es vor allem von der Eifel bis ins Siegerland und Sauerland und auch Richtung Rheinland und Ruhrgebiet. Hier meist schon trocken und auch vom Wind deutlich ruhiger, aufgelockerter, dementsprechend hier auch richtig frisch, vor allem in den Niederungen. Gerade mal so 7 bis 8, 9 Grad sind es in der Eifel, im Sauerland und eben auch Richtung Siegerland. Wärmer dann natürlich unter den Wolken mit den Schauern und Gewittern. 13 bis 15 auf den Inseln sind es 17 Grad. Der Dienstag dann weiterhin sehr wechselhaft. Das Hauptwindfeld selbst verschiebt sich langsam aber sicher
in Richtung Elbmündung und auch Richtung Heide. Von Westen nimmt der Wind am Nachmittag mehr und mehr ab. Hier wird es dann ruhiger, aber nicht wirklich schöner. Auch hier ziehen immer mal wieder Schauer und auch teils Gewitter durch und dann überall einfach immer mal wieder nass. Abseits davon kommt zeitweise mal die Sonne raus. Die Temperaturen bleiben auf einem recht niedrigen Niveau bei 15 bis 19 Grad. Höchstwerte morgen am Dienstag. Der Mittwoch dann in Summe etwas freundlicher, vor allem rund um die Nordsee und dann später auch mal Richtung Eifel. Ein bisschen mehr Sonnenschein eben möglich. Ansonsten auch hier ein Mix aus Sonne, Wolken, Schauern. Der Wind allgemein deutlich zurückgegangen. Temperaturen gehen etwas nach oben, erreichen dann schon mal wieder 20, vielleicht 21 Grad. Und dann geht es auch so weiter in der neuen Woche. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, für den Raum Hannover beispielsweise, dann sehen wir auch am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ein ähnliches Temperaturniveau von um die 20 Grad und auch nachts zwischen 12 und 15 Grad. Das Ganze erst zum Wochenende geht es dann wieder rauf mit den Temperaturen. Man sieht das am Samstag und am Sonntag 25, teils 28 Grad. Auch die Temperaturen in der Nacht gehen wieder rauf. Das ist ja schon mal vielversprechend jetzt fürs kommende Wochenende, dass es da wieder wärmer wird. Aber wie lange das Bestand hat, gucken wir uns nochmal die andere Seite an. Nordrhein-Westfalen, Landeshauptstadt Düsseldorf. Auch hier ab Mittwoch dann weiterhin sehr wechselhaft bis zum Freitag. Aber hier wird es auch dann wärmer am Samstag und am Sonntag. Bis zu 27, vielleicht auch hier die 28 Grad eben drin. Aber welche Wetterlage steckt denn dahinter? Ja, wenn wir uns das mal angucken, jetzt für den kommenden Samstag, haben wir im Prinzip zwei Hochdruckgebiete. Einmal auf dem Atlantik und einmal östlich von uns, das heißt die Luft käme wieder aus dem Süden, so wie es jetzt gestern auch schon war, es würde sich eine Warmluftblase aufwölben, um dieses Hoch herum würde dann die Luft eben von Süden reinströmen, die ist natürlich dann warm bis heiß, aber es ist ja nicht nur dieses Hoch da, sondern auch dieses Tief und das wird am Sonntag nachrücken, bedeutet also, wenn das jetzt so kommt, werden wir bis Freitag in einem sehr wechselhaften Wetter bleiben, mit deutlich zu kühlen Temperaturen. Wenn das Hoch dann richtig sitzt, kommt am Samstag und am Sonntag mal kurz ein Schwall milder bis heißer Luft heran, so wie es vorgestern und gestern auch war. Und dann übernimmt das nächste Tief mit neuer Nordseeluft, einem neuen Absturz, neuem Regen, neuem Gewittern und auch neuem Wind. Es wäre also quasi eine Wiederholung dessen, was jetzt gerade läuft. Und damit wäre diese Wetterlage und diese neue Wärme, die da vermeintlich kommt, auf gar keinen Fall stabil. Gucken wir uns nochmal kurz an, was in Sachen Niederschlag fällt bis am Freitag. Und da sieht man, hatten wir ja Samstag schon auch, an der Elbe direkt den meisten Niederschlag, so um die 30 bis 40 Liter auf den Quadratmeter. Für den Rest Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens ist das recht überschaubar. Hier wird durch Schauer und Gewitter punktuell mal kräftig was runterkommen, aber eben nicht auf die Fläche. Das heißt, nicht jeder bekommt so viel Regen ab bis zum Ende der Woche, aber immerhin immer mal ein bisschen. Trotz dieser nicht ganz so guten Aussichten, abgesehen vom kommenden Wochenende, wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche. Bis dann.